krasse Ankündigung von TBT wieder. Es gibt ein Online-Turnier von uns am 22. Mai. Es gibt geile Preise. Checkt es alles ab. Info steht alles unten in der Beschreibung. Servus Jungs, Team Bubble hier. Immer noch in Köln auf dem CCG-Tournament. Wir haben jetzt hier eine nette Dame. Wie heißt du? Ich heiße Charlene und komme aus Berlin. Und? Was treibt dich denn nach Köln? Nach Köln treibt mich mein bester Freund, der Norm. Okay. Der hat das ja alles mit veranstaltet. Und mein Boss. Genau. Der Boss von CCG, ja, wer den nicht kennt. Das ist mein bester Freund und der hat gefragt, ob ich hier ein bisschen helfen kann, weil ihn anscheinend ein paar Leute gefehlt haben. Und dann habe ich mich jetzt hier hingesetzt seit gestern um, ich glaube, um 9 Uhr oder halb 9 und verkaufe T-Shirts und Getränke und Süßigkeiten. Was für Getränke verkaufst du denn? Vitaminwater. Okay. Das ist ja auch ganz cool. Es ist ja auch ein Sponsor von CGG, ne? Genau. Echt cool. Genau. So an sich auch ein leckeres Wasser. Ne? Das nicht, aber die anderen. Ja, was machst du eigentlich sonst? Also du bist ja, was machst du in Berlin? Ich gehe da hauptsächlich arbeiten, ja. Treffe mich mit Freunden, bin viel unterwegs. Ja. Okay. Machst du das heute zum ersten Mal? Ich mache das zum ersten Mal, also seit gestern, ja, zum ersten Mal. Aber ich denke mal, ich werde ab und zu jetzt öfter dabei sein. Das ist ganz lustig und ich helfe meinen Jungs damit. Also. So an sich von Yu-Gi-Oh! Ein bisschen Ahnung und irgendwas? Ich kenne es von früher aus der Fernsehsendung, aber sonst gar nicht. Gar nicht? Also gar nicht. Nee. Hast du auch irgendwelche anderen Freunde, die mit Yu-Gi-Oh! Zu tun haben oder nur der Norman? Nein, nur der Norman, die ganzen Kumpels halt, aber sonst gar nicht. Okay. Ja, haben wir schon eigentlich viel gefragt? Nee, eigentlich nicht. Ja, ich überlege gerade, Alter. Ich habe so ein... ja, schön, dass du auf jeden Fall hilfst, ne? Ja, und hast du noch irgendwelche Fragen? Was hältst du von den Spielern? Also, man hat ja immer so Vorurteile. Man hat Vorurteile, man denkt, es sind die übelsten Nerds, aber ich finde, es geht. Also, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich habe mir echt so viele Leute mit Brille und so einer schönen Hornbrille und so vorgestellt, aber... Okay. Naja, ist doch so. Okay. Die Nerds auch. Ja, und wie hast du jetzt so die zwei Tage jetzt so empfunden? Es war zwischendurch sehr ermüdend, wenn, weil wenn die halt alles spielen, sitzt du halt hier rum und machst halt nicht viel, wenn du müde bist und nicht viel geschlafen hast. Wir haben ja Freitag so lange noch aufgebaut. Mhm. Ja, dann sitze ich jetzt hier wieder am zweiten Tag, aber heute geht es halt nicht ganz so müde. Und dann, wie lange geht es heute bei dir? Also du hilfst immer beim Abbau wahrscheinlich, oder? Nee, ich muss heute zurück nach Berlin. Ich muss morgen wieder arbeiten und um 20.30 geht mein Flieger. Der Flieger geht? Um 20.30? Ich glaube, wir haben hier einen Kunden. Das kann ich mir nicht erinnern. Ein Snickers. Jetzt sehen wir sie mal live bei der Arbeit, was genau, sie hier macht. Genau, bei der Arbeit. 1 Euro bitte. Dankeschön. Live bei der Arbeit. Cool. Ja. Dati, was ist da los, Mann? Ich dachte, du hast ganz viele Fragen. Ja, ich hab da schon gute Fragen gestellt. Ja, hast du eigentlich an sich irgendwelche Fragen an sich für Yu-Gi-Oh! Oder keine Ahnung? Ich werde es eh nicht verstehen, also frage ich einfach nicht. Mir wurde schon mal ein bisschen was erklärt, aber dann wurde es relativ schnell wieder abgebrochen, weil er meinte, okay, wir lassen das, es ist zu viel. Ist auch nicht eher so dein Ding, ne? Ganz, aber es ist lustig, also es hat Spaß gemacht, auch wenn es gestern ein bisschen langweilig war halt zwischendurch, aber sonst. Ja gut, hast du gestern noch Verstärkung, da waren noch zwei Mädels dran. Was bei denen, die waren, also waren die auch Helferinnen oder? Ja, irgendwie haben wir das mit den Jungs, also mit Ali abgesprochen und ja, die sollten eigentlich länger bleiben, als sie dann im Endeffekt hier waren. Und so saß ich halt hier alleine, beziehungsweise die Jungs kommen ja auch immer vorbei. Ja gut, du bist ja auch immer. Ein paar Leute kommen vorbei, reden mit dir. Ich krieg auch Kaffee geschenkt. Sehr schön. Ja. Hast du noch irgendwelche Fragen vielleicht an die Damen? Ja. Ich denke, das war's. Vielen Dank für das nette Interview. Entschuldigung. Hast du noch irgendwas? Nein, das ist ja nichts. Also. Ich hab schon gefragt. Sei mal ehrlich, ich hab das schon. Nächsten Events auch dabei oder bist du wohl? Mal schauen. Letzte Mal. Das letzte Mal haben wir dich verscheucht? Nein, mich hätte keiner verscheucht.
euch. Es waren alle total lieb. Aber haben wir dich angezogen? Dass du wieder, also, dass du öfters machen willst. Ja, wieso nicht? Hat doch Spaß gemacht. Jetzt fangen an, die Jugi zu spielen. Ja, endlich Jugi spielen! Nächstes Event, Mainz. Ich dachte, so in Berlin. Nee, erstmal der Deutsche Meisterschaft. Ich hab doch was bekommen, oder? Aber das ist ja nicht, ich weiß nicht, ich muss gucken, ob Naomi mich braucht oder nicht. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall. Hallo, was ist denn das? Ja, aber zum Beispiel, weißt du nicht, hast du einen Freund, hast du keinen Freund? Das ist, du hast keinen Freund. Wenn es zum Beispiel ein Freund Yu-Gi-Oh!-Spieler wäre, gute Frage. Was würdest du machen? Wäre das schlimm? Wäre das, keine Ahnung. Also, wie wäre das für dich? Wäre nicht schlimm. Wäre nicht schlimm. Warum? Wenn es dein Hobby ist, alles schön im Fußball, ja, und er will halt Yu-Gi-Oh! Spielen, ist halt okay. Cool. Wärst du dann auch so vielleicht mal mit dabei auf dem Turnier oder also so? Ich glaube, als Freundin würde ich mich hier nicht hinsetzen, weil es geht ja dann doch schon ganz schön lange. Ja. Da kann ich auch andere Dinge machen. Ja, klar. Aber ich meine zum Beispiel, es finden ja auch viele Turniere im Ausland statt, zum Beispiel. Ja, da würde ich vielleicht mitfahren. Zum Beispiel, da kannst du auch mal die Stadt angucken und man macht einfach mal Mailand, so Paris. Ja, man macht einfach so ein Wochenende oder man hängt noch was dran, dann kann man mit Freunden irgendwo Urlaub machen. Ja, das ist wieder was anderes, aber ja, wenn es jetzt hier durch Deutschland, dann kann er auch alleine fahren oder können sie auch alleine fahren. Aber du wärst auf keinen Fall dagegen. Ich habe ja auch sämtliche Freunde, die das spielen, da bin ich auch nicht dagegen. Wie findest du das eigentlich? Ich meine, du hast ja auch ein paar Leute noch so zugehört, wahrscheinlich, wie sie über Yu-Gi-Oh! Reden. Wie ist das so für dich? Ist das lustig? Ist das... Ich verstehe nur im Bahnhof. Ja? Das ist alles Counterwelt für mich. Was labern die? Ja. Auch als wir hier alles aufgebaut haben, haben sie irgendwelche Fakten da rumgeschmissen, die stand da. Na, was reden die? Was soll ich jetzt tun? Ich wusste auch nicht, was das heißt. Was also, denn? Nein, hier die Abkürzung. Was heißt das denn? Yu-Gi-Oh! Pro Gamer for life. Nein, Yu-Gi-Oh! Player for life, man. Yu-Gi-Oh! Player for life. Okay, T-Shirts 16 Euro. Wer ist das? Taschen 8 Euro. Nerd.de, könnt ihr die kaufen. Bei Nerd.de? Ja, da. Wer ist der Sponsor? Nerd.de. Nerd. Oh mein Gott, warte, ich hatte eine Frage, jetzt hab ich's vergessen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht richtig. Nein, die war ganz klar. Wie lief der Verkauf so an sich? Ja, nicht so. Nicht so. Ich hab noch ein paar Bunkert, falls die doch noch weggehen, aber okay, für die Jungs. Ich fahre auf die Schule. Ja, findest du gut? Ja, ich finde die wahrscheinlich auch geschenkt, oder? Ja, mal schauen. Vielleicht. Sie sicher. Ich bin nicht unglaublich. Ali ist die wahrscheinlich. Ja, dann sagen wir das. Nee, leider nicht. Die war ernst, Kirst. Oh mein Gott. Ja, tun wir uns die Ja, Ron hat eigentlich auch noch eine Frage, aber irgendwie ist sie vergessen. Vielleicht fügen wir es später noch ein, aber... Ja, da kann man vielleicht noch einen kurzen Einschub machen. Ansonsten. Ja. Charlene, vielen Dank für das Interview. Ja, immer wieder gerne. Tolle Antworten. Vielleicht sehen wir dich ja mal auf ein anderes Event dann wieder. Ja, bestimmt. Würde mich freuen. Und ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag, eine gute Heimreise. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ah, mir ist es mir wieder eingefallen. Ah, okay. Oh mein Gott. Raus. Hat es dich überrascht, dass Yu-Gi-Oh! Eigentlich so serious business sein kann? Also zum Beispiel wie... Ja, auf jeden Fall. Okay. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist. Ich wusste ja nicht mal, dass Naomi so Yu-Gi-Oh! Spielt. Ah, okay. Das hat er mir erst vor einer Weile erzählt. Oh mein Gott, Geheimnis. Ja, ich wusste es wirklich nicht. Yu-Gi-Oh! Serious. Geheimnis wurde gelüftet. Und dann hat er es mir erzählt. Ich wusste aber nicht, dass man es so groß aufziehen kann. Und es ist ja noch eine kleine Veranstaltung, wurde mir erzählt. Ja. Also, okay. Ich bin gespannt auf die nächste. Genau, da wollte ich auch noch fragen, hast du auch mal so ein paar so mitbekommen, so über Preise von Karten und so, hast du da mal was mitbekommen, so ein bisschen? Ja, einen Kumpel von Naomi hat mir mal ein bisschen was davon erzählt. Ja, und was sagst du dazu? Also, ich habe gehört, eine Karte kostet 10.000 Euro, da ist mir fast alles aus dem Gesicht gefallen. Okay, das ist ja so eine Sammlerkarte. Ja, das ist ja so eine Sammlerkarte, aber man kann damit auch ordentlich Geld machen. Ja, genau, da gibt es ja auch einen Market für, ne, und Verkauf, Ankauf und alles. Zum Beispiel Zombie-Zocker. Ja, cool. Diesmal war es wirklich. Jetzt kommt echt das Ende. Ja, jetzt kommt echt das Ende. Charlene, vielen Dank für das Interview. War echt cool. Schön, dass du da warst. Gerne. Da sieht man sich auf ein anderes Event. Und gute Heimreise. Und bis bald. Ne? Bye. Ja. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten bleibt wie es ist.